Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute zur 40. Lesung des Buches Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels. Wie der Titel lautet, des Buches Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All, das von 2006 von drei Autoren im Englischen geschrieben wurde und dieses Jahr 2020 und auch schon einen kleinen Teil 2019 von Maximilian übersetzt wurde aus dem Englischen in das Deutsche. Ein Buch, eine Buchlesung, die wir uns lange vorgenommen haben, wo wir erst 8 Videos gebraucht haben, um durch Marienlexikon und andere Dinge zu gehen, um den Leuten, die diese Videos schauen, von Anfang an schauen, wirklich ein deutliches Fundament zu geben und aufzuzeigen, Leute, wir messen alles an der Bibel. Und wenn es nicht in der Bibel drin steht, dann sprechen wir über einen verwandten Geist, wie man im Englischen so schön sagt, a familiar spirit. Ja? Aber ein verwandter Geist ist nicht der wahre Geist. Es gibt nämlich nur einen wahren Geist, und das ist der Heilige Geist. Und in dem sind Max und Michael und ich heute hier versammelt, um die 40. Lesung zu machen und euch aufzuzeigen, dass alles, was mit der Maria zu tun hat, was über die Bibel hinausgeht, nichts weiter ist als teuflischer, aber wirklich teuflischer Hokuspokus. So, und dazu begrüße ich dann erstmal meinen Bruder Michael an der deutsch-holländischen Grenze. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur 40. nicht deine 40. Lesung zusammen mit uns, aber zur 40. Lesung insgesamt in diesem wundervollen Buch. Hallo Jörg, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer an den Rundfunk- und Fernsehgeräten. Bei Hokuspokus muss der Jörg direkt an mich denken. Tja, dann sind wir heute Abend wieder hier versammelt mit QQQ und es hat nichts mit dem Q von Trump zu tun. Es hat mit dem Q zu tun, das immer schon da war. Und wer hat das übersetzt? Derjenige, der jetzt letzten Endes dafür gesorgt hat, dass das in Deutsch hier drauf geht, damit die deutschen Zuschauer auch mal wissen, worum es geht. Das ist der Maximilian und deswegen gebe ich jetzt einfach mal so frei und frech und fromm weiter. Ja, hallo, ich freue mich, mit euch verbunden zu sein. Ja, wir sind schon bei der 40. Lesung, das ist ja Wahnsinn. Das geht ja, also gut, ist ja schon bewusst, wenn wir letzte Woche die 39. aufgenommen haben, ne? Ja, es ist immer erstaunlich, wie viele Lesungen da so zusammenkommen, ja. Das waren bei Romanismus, Reformation waren es, glaube ich, 35, so mal summarum. Aber ja. Nichtsdestotrotz ist das ja auch ein Thema, was auch noch eine gewisse Aktualität irgendwo besitzt. Also nicht, dass Romanismus und Reformation keine Aktualität besäße, aber... Ich wollte gerade sagen, das ist ja wohl... Ihr wisst, wie ich es meine, ja. Ja, Marienwallfahrten und gerade jetzt auch zu Zeiten von Corona und dem ganzen Mist. Ja, gut, ja, ich freue mich. Ich habe jetzt gar nicht noch viel zur Einleitung und bin gespannt, was uns heute so erwartet. Na, dann gehen wir doch direkt in das Buch rein. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Wir sind auf Seite 7 von 13 Seiten. Und übrigens, ich bin im Augenblick ein anderes Buch anlesen, was ihr hier seht, das habe ich auch eben aufgemacht, mal ganz kurz eben darüber sprechen. Ich habe dem Max gestern ein paar Zitate daraus mal rübergeschickt. Das heißt, Pascals Kunst zu überzeugen, Geist und Wirkung der mathematischen Logik in den Briefen in die Provinz. Und da geht es um Blaise Pascal, da geht es um dem seine Briefe in die Provinz. Ein sehr interessantes Schreiben auf 180 Seiten, das die Katharina Riedel hier gemacht hat. Da geht es nämlich auch um Probabilismus, ne? Und solche ganzen Sachen. Da geht es um römisch-katholische Moraltheologie und dass die römischen Katholiken sich ihre eigene Moral dahingehend machen, wo die Bibel ihnen nicht weit genug geht oder wo sie meinen, das Wort der Bibel verdrehen zu müssen. Dafür ist das Buch Eine für alle, alle für eine eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Und deswegen seht ihr, ich lese auch immer links und rechts ein paar andere Dinge. Ich bin auf Blaise Pascal bin ich gekommen, weil ich Doppelgesicht des Papsttums auf Seite 382 noch vorbereitet habe und dann bin ich auf Probabilismus und Intentionismus gestoßen und dann habe ich ein bisschen geschaut und habe ich drei neue Bücher entdeckt und diese Dissertation von der Frau Riedel oder Dr. Riedel. Sehr interessant und so seht ihr, wie viel hier quer gelesen wird. Ich gebe das jetzt mal als Beispiel von mir. Ich weiß, dass Michael das mindestens genauso macht, wenn er seine satanische Musikagenda vorbereitet. Und der Max wird auch hier und da von mir und anderen rechts und links zugeschmissen mit irgendwelchen Büchern und liest auch unglaublich viel. Und ich möchte nur mal eben sagen, es ist immer wichtig, sich aus mehreren Quellen zu informieren, aber alle Quellen dann schlussendlich an der Bibel zu messen.
Und das ist der Standard, den wir hier machen. Das ist auch der Standard, den wir in diesem Buch machen. Ihr werdet sehen, wenn wir jetzt die nächsten Seiten weiterlesen, dass da einige Texte sind, die ich komplett durchgestrichen habe, weil die einfach Humbug sind. Und genauso habe ich es auch geschrieben. Wir sind im 7. Kapitel des Buches, das heißt Königin der Offenbarung. Und das Unterkapitel, das wir jetzt lesen, heißt Geheimnis Babylon. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis. Babylon die Große, die Mutter der Huren und Gräuel der Erde. Das ist der Text aus der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 5. Anscheinend wird das endgültige religiöse System der Erde genau so sein, wie es Babylon einst war. Damit bestätigt dann wieder einmal die Bibel, in der steht, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. In der gesamten Bibel wird Babylon als eine sehr religiöse Kultur beschrieben, die viele falsche Götter und Göttinnen, also Götzen, verehrte. Götzendienst war bei den Babyloniern weit verbreitet und die Israeliten folgten dieser abscheulichen Praxis, was unter anderem zu ihrer 70 Jahre währenden Gefangenschaft in Babylon führte. Mit unter anderem meine ich nicht, dass sie noch eine andere Gefangenschaft hatten, aber damit meine ich, dass sie auf verschiedene Arten und Weisen schon früher von Gott bestraft wurden. Und immer wieder hat er Propheten geschickt, um sie zurechtzuweisen. Und immer wieder haben sie diese Propheten gesteinigt und getötet und des Weges verwiesen und sind weiter in ihrem Abfall geblieben. Bis Gott mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, die Hutschnur gerissen ist und er gesagt hat, wenn ihr Baal anbeten wollt, dann lebt gefälligst auch im Land von Baal. Und das führte halt zu dieser 70 Jahre Gefangenschaft. In dieser 70-jährigen Gefangenschaft, darüber könnte man jetzt ein eigenes Buch schreiben oder darüber könnte ich eine eigene Sendung machen, deswegen will ich da auch nicht so weit eingehen, hat jedenfalls Gott den Israeliten nochmal eine zweite Chance gegeben, eine zweite Möglichkeit, sich zu besinnen und zu ihm zurückzukehren. Und das lesen wir dann in Daniel Kapitel 9, wo es um 490 Jahre bleibt, die den Israeliten verbleiben, um endlich Baal den Rücken und wieder sich zu dem Schöpfergott Elohim zu kehren. Naja, ob sie es auch getan haben, das weist Bibelgeschichte aus. Wir lesen jetzt erstmal weiter in diesem Buch. Anscheinend laufen die Abscheulichkeiten dieser Frau parallel zum götzendienerischen Verhalten des alten Babylon. Warum aber wird Babylon in Offenbarung 17,5 als Geheimnis bezeichnet? Könnte der Heilige Geist ein System beschreiben, das babylonische Züge annimmt, aber nicht buchstäblich Babylon ist? Charles Caldwell Ryrie erklärt in prägnanten Worten, warum Geheimnis Babylon sich auf die abtrünnige, falsche Kirche der letzten Tage beziehen muss. Ja, Geheimnis Babylon bezieht sich, hört deutlich hin, auf die abtrünnige, falsche Kirche. Sie bezieht sich nicht auf die Marienerscheinungen. Das ist ganz wichtig, was in den nächsten Seiten nämlich kommt. Also, was sagt Charles Caldwell Ryrie? Zitat: Ihr Name wird Geheimnis genannt. Beachten Sie, dass das Wort Geheimnis kein Adjektiv ist, Geheimnis Babylon, sondern ein Substantiv in Apposition mit Babylon. Geheimnis, Babylon. Der Christ wird durch die Verwendung dieses Wortes Geheimnis erkennen, dass dieses Babylon nicht die Stadt am Euphrat ist, sondern eine geheime Verwendung des Wortes, erklärt in Offenbarung Kapitel 17, Vers 9 und 18, Zitat, hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Und wir erinnern uns aus der letzten Sendung, dass die Frau hier prophetisch definiert ist mit einer Kirche, nicht mit einer Marienerscheinung. Da die wahre Kirche auch ein Geheimnis genannt wird, wie wir in Epheser 5,32 lesen, Zitat, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Ist die abgefallene Kirche eine Fälschung? Ende des Zitats von Herrn Ryrie. Dass dieses Babylon von Offenbarung 17 ein Geheimnis ist, mag auch die geheimnisvollen Merkmale dieses religiösen Systems vorwegnehmen. Antichrist Johannes Paul II. Gewährte diese Einblicke unbewusst. Zitat: Die Kirche ist beständig im Gebet mit Maria.
Diese Vereinigung der betenden Kirche mit der Mutter Christi ist von Anfang an Teil des Geheimnisses der Kirche gewesen. Wir sehen sie in diesem Geheimnis gegenwärtig, wie sie im Geheimnis ihres Sohnes gegenwärtig ist. Das Zweite Vatikanische Konzil, ja, das stattfand zwischen 1962 und 1965, bereitet uns darauf vor, indem es in seiner Lehre die Mutter Gottes im Geheimnis Christi und der Kirche darstellt. Wenn es wahr ist, wie das Konzil selbst verkündet, dass erst im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen Licht annimmt, dann muss dieses Prinzip in ganz besonderer Weise auf jene außergewöhnliche Tochter des Menschengeschlechts, jene außergewöhnliche Frau angewandt werden, die zur Mutter Christi wurde. Ganz wichtig, die ersten paar Worte dieses langen Satzes. Wenn es wahr ist, was das Konzil selbst verkündet. Nun wissen wir alle, die wir hier versammelt sind, wir kennen die Reformatoren, unter anderem Martin Luther. Und wir wissen, dass Martin Luther, als er sich in Worms verteidigen musste, gesagt hatte, wie soll ich meine Schriften zurückziehen, wenn selbst die Kirche und die Konzilien der Kirche sich bereits in der Vergangenheit geirrt haben. Und da konnten sie nichts gegen sagen, weil die Kirche oder besser gesagt die Konzilien, die die Kirche einberufen hat, die haben sich in der Vergangenheit geirrt. Wir nehmen nur mal als Beispiel das Konzil von Konstanz, ja, das zur Zeit des Schismas auftrat, wo es teilweise 3 Päpste gab oder 4. Ich glaube, 3 wurden auf dem Konzil mehr oder weniger abgesetzt und 2 ermordet und so weiter und so weiter. Beschäftigt euch da mal mit. Tja, mit anderen Worten, da haben sie Gott auf Erden ermordet. Ja? Also Konzile sind nicht unfehlbar. Päpste sind nicht unfehlbar. Und wenn dieser Satz des Antichristen hier bereits beginnt mit wenn es wahr ist, wie das Konzil selbst verkündet, dann lässt das Platz für Zweifel. Gottes Wort, meine lieben Brüder und Schwestern, lässt niemals Platz für Zweifel. Gottes Wort ist vielleicht hier und da von dir und mir mal falsch verstanden. Ehrlich, das gebe ich zu. Jeder, der die Bibel ernsthaft studiert, muss zugeben, dass er bestimmte Dinge in der Bibel nicht korrekt versteht. Nicht beim ersten Mal lesen, manchmal nicht beim zweiten Mal, manchmal nicht beim 20. Mal lesen. Irgendwann wird man sie korrekt verstehen, aber manche Stellen gibt es, die wird man nie verstehen. Und jeder muss das zugeben. Wir können uns alle irren. Auch das Konzil hier kann sich irren. Und wenn das Konzil sich irrt, dann kann die Kirche sich irren. Und wenn die Kirche sich irrt, dann kann ihr Chef sich irren. Aber der Chef ist als unfehlbar erklärt, bereits 1870. Also man muss solche Sätze, wie ihr seht, ziemlich breit sehen und sie dann analysieren und gegen die Lehre der Kirche halten. Und dann merkt man oftmals schon, wie diese Sätze sich selbst oder ihrem eigenen Dogma widersprechen. Darf ich mal eben auch mal reinsprechen? Aber bitte. Hat sich selber als unfehlbar gesprochen. Also Menschen haben einen Menschen unfehlbar gesprochen. Ich denke, das ist mal ein ganz großer, wichtiger Unterschied. Ne? Wenn man es genau nimmt, ja, vollkommen richtig. Ja, da kann ich nichts drauf sagen. Das ist so. Das ist ganz richtig, ja. Stimmt. Das macht schon. Es ist ja nicht, weil der Mensch sagt von, ich kann unter Wasser leben, ohne nach Luft zu schnappen, dass das auch tatsächlich ist, ne? Dass es auch tatsächlich kann. Er sagt es zwar, aber er muss die Tat bei dem Wort fügen. Und ebenso wenig kann der Mensch wie ein Fisch unter Wasser leben, wie der Mensch unfehlbar ist oder eben einen anderen Menschen unfehlbar erklären kann. Gut gefunden, Michael, der Punkt. Aber lesen wir weiter. Nur im Geheimnis Christi, fährt der Antichrist fort, wird ihr Geheimnis vollständig klar. Ich würde gerne mal wissen, von welchem Geheimnis Christi der Antichrist hier spricht. Weil Jesus Christus hat alles im Offenen getan, nichts im Verborgenen. Ja? So hat die Kirche von Anfang an versucht, es zu deuten. Sie hat es versucht, sie ist kläglich darin gescheitert, diese Dinge zu deuten. Das ist mein Urteil darüber. Und ja, ihr habt richtig gehört, das ist mein Urteil darüber. Ich urteile hier.
Das Geheimnis der Menschwerdung hat es ihr ermöglicht, in das Geheimnis der Mutter des fleischgewordenen Wortes einzudringen und es immer klarer zu machen. Ende Zitat. Mit dieser Mysterienreligion der letzten Tage ist ein weiteres großes Geheimnis, also Mysterium, verbunden, und zwar das Mysterium der Eucharistie. Nun, ehrlich gesagt, wir sind heute in der 40. Sendung und ich weiß nicht, ob wir hier schon in dieser Buchlesung über die Eucharistie, die Transsubstantiation, die Messe, die Ablehnung des Opfers Jesu Christi, das Ritual, das Opferritual, das die Messe darstellt, gesprochen haben. Wenn ja, dann werde ich es jetzt auch nicht weiter vertiefen. Und wenn nicht, dann möchte ich ganz einfach weisen auf die Lesung Das Doppelgesicht des Papsttums, wo unter anderem das mehr als oberflächlich besprochen wurde. Und auch in dem Buch Babylon Mysterienreligion kamen diese Dinge ganz deutlich zur Sprache. Also wer jetzt bei dieser Lesung nicht versteht, was es mit dem Mysterium der Messe zu tun hat, was wieder ein Hokuspokus ist, wobei ich jetzt nicht an Michael denke, sondern wo ich an das englische wunderbare Gedicht denke, das in Babylon Mysterien Religion abgedruckt ist, das ich ins Deutsche übersetzt hatte, natürlich nicht als Gedicht, sondern was da normal als eine Erzählung stand über halt diesen Hokuspokus der Messe. Da muss man sich halt in den Büchern darüber informieren. Hier gehe ich da jetzt nicht allzu viel drauf ein. Viele Bände, sagt er hier, sind über das Mysterium der Messe geschrieben worden, in deren Mittelpunkt das eucharistische Opfer steht. Da wirst du jedem, der auch jetzt die anderen Sendungen darüber nicht gelesen hat, gleich eine Alarmglocke schrillen. Aber Michael, du müsstest mir das Bild von deiner Alarmglocke geben, dann könnte ich das hier auch mal einblenden in der Zeit. Ja, du hast doch dieses Licht von dieser Alarmglocke, das müsstest du mir mal schicken. Dann könnte ich das vielleicht in solchen Momenten hier mal einblenden in die Lesung, ne? Weil es steht ja darin, in deren Mittelpunkt das eucharistische Opfer steht. Jeder Christ, der müsste jetzt eine Alarmglocke bei sich aufgehen sehen, weil was hat ein eucharistisches Opfer mit dem Glauben an Jesus Christus zu tun, wo doch Jesus Christus das einzige vom Vater jemals akzeptierte Opfer vor über 2000 Jahren am Kreuz war. Dann kann ja das eucharistische Opfer nur eine Verleugnung des Opfers Jesu Christi sein. So einfach ist Bibellehre manchmal. Im Katechismus der katholischen Kirche, also das ist dann wieder das Dogma der Menschen für Menschen, heißt es, Zitat, in der Eucharistie wird Christus also wirklich und auf geheimnisvolle Weise gegenwärtig. Jedes Mal, wenn dieses Mysterium gefeiert wird, wird das Werk unserer Erlösung weitergeführt. Es überrascht nicht, dass es der eucharistische Christus ist, von dem die Königin sagt, dass sie ihn einführen wird. Der eucharistische Christus, wir erinnern uns bitte schön an die Videos, die wir in dieser Serie gemacht haben, über die Erscheinungen in Garabandal. Ja, da hat ja diese Marienerscheinung angeblich die Eucharistie, also das Brot der Heiligen Kommunion, wie es in der römisch-katholischen Kirche missbraucht wird, auf die Zunge eines dieser Mädchen gelegt, und das hat man ja sogar anscheinend in einem Foto festgehalten. Ja? Das ist der eucharistische Christus, von dem die Königin sagt, dass sie ihn einführen wird, und das hat sie unter anderem da an Garabandal auch bereits getan. Ich finde das einen wichtigen Punkt, weil der eucharistische Christus im Wesentlichen ja der Christus ist, den die römisch-katholische Kirche halt bekennt. Ja, man könnte ja immer sagen, ne, die römisch-katholische Kirche, sie bekennt ja Christus hier und da in ihren Messen und so weiter. Aber es handelt sich halt immer, und das ist ja dieser wichtige Punkt, immer um diesen Transsubstantiation-Keks-Christus, sag ich mal. Ne? Also dieses Leibbrot, was dann in der Messe zu Christus wird, auf geheimnisvolle Art und Weise, wie es hier die römisch-katholische Kirche halt selber sagt. Ja, der Jesus-Keks, wie Tom Fress immer sagte. Ja, ja, genau. Und ich finde das einfach nur einen wichtigen Punkt, weil es ja immer auch viele gibt, und ich habe mich das auch öfter mal noch gefragt in der Vergangenheit, warum sie denn Christus bekennen. Ja, es ist eben nicht der wahre Christus der Bibel, sondern es ist eben genau dieser eucharistische Christus. Und wie das Konzil hier schreibt, dass es sich bei der Eucharistie um auch ein Geheimnis handelt, was dann offenbar wird oder gegenwärtig wird, wie es da jetzt geschrieben steht,
ja, da sieht man halt, dass es sich eben um ein Geheimnis handelt. Und dann sind wir halt wieder bei der Bibel, die halt davon spricht, Geheimnis Babylon. Ja. Mhm. So ergibt das dann alles auch ein klares Bild. Ja. Ja, da wäre es ja interessant, wenn wir uns mal ein paar Bibelstellen dazu anschauen. Michael ist ja immer ganz gut, sowas schnell rauszusuchen. Es gibt ja diese Bibelstelle, wo Jesus Christus gesagt hat, nicht jeder, der Herr, Herr zu mir sagt, wird auch in den Himmel eintreten können, in das Königreich Gottes eintreten können. An dem Tag, wo es soweit ist, werden viele sagen, aber Herr, Herr, haben wir nicht deinen Namen prophezeit? Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Haben wir nicht Wunder in deinem Namen getan? Und so weiter und so weiter. Und was war Jesus Christus' Antwort? Weichet von mir, ihr, die ihr Ungerechtigkeit arbeitet. Ich habe euch nie gekannt. Matthäus 7, 22. Dankeschön. Liest du vielleicht mal den Originaltext vor, Bruder? Ja, da muss ich ein bisschen vorher spulen sozusagen. Warnung vor falschen Propheten ist das. Ja, mach doch mal bitte. Mach ich mal. 7,15 geht los. Hütet euch aber von den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man noch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja, das habe ich ja dann ziemlich gut zusammengefasst gerade eben. Dankeschön, Michael, dass du uns das vorgelesen hast. Und ich finde, dass das, was hier Jesus Christus gerade eben gesagt hat, in diesem Matthäus-Stück des Evangeliums, das ist eine ganz offene Anklage der römisch-katholischen Kirche. Also ich verstehe das nicht anders. Ich kann es nicht anders verstehen als das. Ja, da kommt auch noch ein Punkt hinzu, der ist mir eben eingefallen. Und zwar macht die katholische Kirche in ihrer Messfeier eine Akklamation, einen Zuruf, der heißt Mysterium Fidei, also Geheimnis des Glaubens. Ja? Das heißt, also da wird tatsächlich mit Geheimnissen, wird da offen zugegeben, dass es Geheimnis des Glaubens gibt. Also wo Jesus öffentlich gepredigt hat und in der Bibel alles eigentlich für jeden steht, so man im Besitz einer solchen halt sein darf, gibt es eigentlich keine Geheimnisse. Also die Geheimnisse der katholischen Kirche scheinen da auch eine Rolle zu spielen, denn Mysterium heißt Geheimnis, also gibt es in der katholischen Kirche Geheimnisse. Sie verkünden das auch so offen, dass es immer wieder um Geheimnisse geht, ne? Und ich meine, wenn man dann die Bibelstelle liest mit Geheimnis Babylon, also da muss man doch nur eins und eins zusammenzählen. Und wenn man dann noch weiß, dass es sich bei dieser abtrünnigen Frau oder bei dieser Hure um eben eine Kirche handelt, wie es ja selbst auch geschrieben steht, ja, dass es eine Kirche ist, ja. Wir verstehen nicht, eigentlich für mich handelt es sich da nur um Ignoranz, wenn die Leute dann wirklich, also wenn man sie auf diese Hinweise irgendwie zeigt und die Leute dann das nicht sehen wollen, ja, dann tut es mir leid, ne? Aber es ist halt zum großen Teil hier auch einfach mal die Schrift, ja, die das sagt. Und die römisch-katholische Kirche selber, das ist ja der wichtige Punkt. Ja, sind ja nicht wir, die hier so eine Sachen aufstellen, sondern es ist ja Katholizismus selbst, der sich damit ja ganz offen für Leute, die sich in der Bibel auskennen, als Geheimnis Babylon offenbart. Ja. Und wenn die römisch-katholische Kirche dann selber davon spricht, dass es da Geheimnisse gibt, dann gibt sie ja offen zu, dass die römisch-katholische Kirche die größte Geheimgesellschaft auf Erden ist. Sie gibt ja selber zu, dass sie eine innere und eine äußere Lehre hat. Aber es sind Geheimnisse, aber die Frage ist doch immer, für wen sind denn die Geheimnisse? Ja, für diejenigen, die nicht eingeweiht sind in die Geheimnisse, sind sie das. Aber wenn in einer römisch-katholischen Kirche, wenn da ein Unterschied gemacht wird zwischen Eingeweihten und Nicht-Eingeweihten, dann sprechen wir von einer typischen Geheimgesellschaft. Genau wie bei den Freimaurern. Das ist nichts anderes. Und deswegen sind auch die Freimaurer und die römisch-katholische Kirche ein und dieselbe Soße.
mit ein und demselben Ziel, mit einem und denselben Gott oder Götzen, besser gesagt, den sie anbeten. Ganz wichtiger Punkt. Wenn sie alle Brüder wären, wie in der Bibel, dann gibt es ja auch keine Priester, die in das Vorrecht gilt, den Wein trinken zu dürfen. Naja, warum gibt es eine Priesterkaste in der römisch-katholischen Kirche? Warum sind nicht alle Brüder und Schwestern, wie Jesus Christus es gelehrt hat? Weil die römisch-katholische Kirche von sich selbst sagt, dass sie die Fortsetzung Israels ist. Ja? Die römisch-katholische Kirche sind die wahren Israeliten. Ja? Und die Israeliten bestanden ja unter anderem auch aus den Leviten, die die Priesterklasse gestellt haben. Und deswegen gibt es in der römisch-katholischen Kirche eben auch Priester und sogenannte Pfarrer oder was auch immer, die sich eben lehramtsmäßig über den normalen Menschen, den Laien, wie er genannt wird, stellen. Das kommt ganz einfach daher. Die römisch-katholische Kirche findet sich selber die Fortsetzung des, die wahren Juden oder die wahren Israeliten von damals und die Fortsetzung davon. Und daran sieht man eben auch, dass sie Jesus Christus leugnen, wie die Juden das auch tun. Da haben sie nämlich eins gemeinsam. Die römisch-katholische Kirche leugnet Jesus Christus. Und da hatten wir ja gerade drüber gesprochen, weil Maximilian ja sagte, dass sie einen anderen Jesus Christus anbeten. Nämlich den Jesus Christus der Eucharistie. Den, von dem wir gerade eben hier in diesem Buch gelesen haben. Das geht so tief und ist so weit verzweigt und ist im Grunde doch so offensichtlich. Wenn eine Kirche ein Geheimnis bewahrt, dann ist das Geheimnis, da muss man die Frage immer stellen, für wen ist das geheim? Ist das für jeden geheim? Weiß niemand in der Kirche, auch der alleroberste Chef, nicht, was mit dem Geheimnis gemeint ist? Dann ist das eine komische Kirche, da würde ich nicht gerne drin teilnehmen. Wenn aber da es Leute gibt, die da eingeweiht sind und Leute, die da nicht eingeweiht sind, dann möchte ich da auch nicht dran teilnehmen. Weil dann weiß ich ja nie, gehöre ich zu den Eingeweihten oder gehöre ich zu den Dummen, den Laien, den Schafen, die vor der Tür stehen und mäh, mäh sagen und ihr Gehirn an der Messe vorne beim Eintritt in die Kirche abgeben müssen, um die Indoktrination dieser falschen Exegesis, dieser falschen dogmatischen Lehre über sich ergehen lassen zu müssen. Da würde ich mich genauso wenig wohl drin fühlen. Also ich würde mich persönlich in der römisch-katholischen Kirche nie gut fühlen. Entweder, weil ich nicht weiß, ob ich zu den Eingeweihten gehöre oder den Uneingeweihten, oder wenn es keine Eingeweihten gibt, der ganze Kram ein einziges großes, unbekanntes Geheimnis ist. Und das ist nicht, was Jesus Christus gelehrt hat. Mann, es ist doch so einfach. Ist Geheimnis Babylon Rom? Na, jetzt wird's interessant. Und ihr seht das an dem durchgestrichenen hier, und das ist nur ein Teil, da kommt noch mehr durchgestrichener Text. Es ist faszinierend festzustellen, sagen die Autoren, dass der Apostel Petrus Babylon offenbar als Codewort für Rom benutzte. Die Kirche zu Babylon, die mit euch gemeinsam erwählt ist, grüßt euch. Lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Vers 13. Ja, und auch hier wird das in der Schlachter überhaupt nicht deutlich. Der Gruß ist da ganz anders formuliert, dass also das nicht so offensichtlich ist wie in der King James Version. Lies doch mal die King James Version daneben vor. Da muss ich jetzt raussuchen. Ja, das muss ich auch. Dann können wir mal sehen, wer schneller ist. 1. Petrus 5, 13, ne? Hab die noch im Wohnzimmer liegen. 1. Petrus 5, 13. The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and so doth Marcus, my son. Also die Kirche, die in Babylon ist, die erwählt ist zusammen mit euch, grüßt euch, und so tut Marcus, mein Sohn. Das ist die König James Version. Ne? The church that is at Babylon, elected together with you. Also das stimmt soweit, ne? Die mit euch gemeinsam erwählt ist, grüßt euch. Okay, das ist der Text aus der König James. War ich schnell im Aufschlagen, ne? Hat geklappt diesmal. Aber wir gehen da gleich noch etwas tiefer drauf ein. Ich muss hier jetzt keinen großen Kommentar machen, weil ich habe hier unten einen größeren Kommentar geschrieben und da gehen wir dann gleich bitteschön zu dritt zusammen rein. Der bekannte katholische Apologet Carr Keating gibt zu,
dass Rom schon lange als Babylon bekannt ist. Keating schreibt, Zitat, Babylon ist ein Codewort für Rom. Es wird im letzten Buch der Bibel 6-mal so verwendet. Eusebius Pamphilius schrieb um das Jahr 303 und bemerkte, dass man sagt, dass der erste Brief des Petrus in Rom selbst verfasst wurde und dass er selbst darauf hinweist, indem er die Stadt figurativ als Babylon bezeichnet. Auch ohne meinen Kommentar zu öffnen, könnte ich jetzt in eine dreistündige Liturgie verfallen darüber und euch darüber aufklären, wie gelogen das ist, was hier geschrieben steht. Aber ich muss im Grunde gar nicht weitergehen, als zu sagen, Eusebius Pamphilius schrieb. Das ist nämlich einer, der als sogenannter Kirchenvater akzeptiert wird. Wir wissen alle, dass wir niemanden unseren Vater nennen sollen, außer dem einen, der im Himmel ist. Ja? Und dieser Eusebius war ein absoluter Katholik, der auch noch geholfen hat, die verfälschten Bibeln zu bringen. Ihr erinnert euch, das war in einer anderen Lesung, wo ist denn das an zu Pass gekommen, wo wir gelesen hatten über Konstantin und über seine Mutter Helena und wo Eusebius mit dem Origen da die Bibeln, Konstantin hatte ja die Bibeln bestellt über den Eusebius. Na, also schaut mal in meinem Archiv nach, ich komme jetzt auch nicht drauf, wo ich das gelesen habe, das kann ich mir nicht alles merken. Ich wünschte, in der Hinsicht hätte ich ein Gedächtnis wie Bruder Michael. Der kann sich wie ein Computer solche Sachen merken. Ich kann das einfach nicht. Aber jedenfalls, wenn ich das hier alleine schon lese, Eusebius Pamphilius schrieb, ja, dann weiß ich schon, hier beginnt schon mal eine große Lüge. Dann gehen wir doch mal kurz in den Kommentar rein, den ich hier vorbereitet habe. Warum der See so klein ist, verstehe ich jetzt auch nicht. Sollte ruhig ein bisschen größer sein. Das, was hier steht, was wir hier gerade in diesem Absatz gelesen haben von Eusebius, ja, das, was hier steht, ist alles Humbug. Und das, was hier weiter unten steht, auch. Deswegen ist es durchgestrichen. Petrus berichtete von der wahren Kirche, die er gegründet hatte, im wahren, irdischen oder auch fleischlichen Babylon, nämlich in Mesopotamien gelegen. Ja, Rom ist Babylon, aber geistlich. Petrus berichtete aus der Gemeinde, die er dort errichtete, denn Petrus war Apostel der Beschneidung, Paulus Apostel der Heiden und Petrus war niemals in Rom. So, und jetzt kann ich 2 Minuten mal schweigen oder länger, kann mich zurücklehnen und kann Bruder Michael eine Erklärung dazu geben lassen, warum Petrus niemals in Rom war. Bitteschön. Only Luke is with me, sagte Paulus in einem Brief. Ich weiß jetzt im Augenblick nicht mehr an wen, da müsste ich nachgucken. Aber Petrus ist also dafür bekannt, dass er der Apostel für die Beschnittenen, also für die Juden gewesen ist. Und Petrus wird ja als Redelsführer der Apostel bezeichnet, aber nicht als Fels, weil es gibt halt einfach da verschiedenste Übersetzungsholprigkeiten, die anscheinend nicht gerade unabsichtlich der römisch-katholischen Kirche da passiert sind. Und Paulus schreibt also in einem Brief, dass nur, als er in Rom war, also im Brief an die Römer, glaube ich, müsste das gewesen sein. Das ist in einem der letzten Kapitel in Römer, ja. In Römer, ne? Ja, logischerweise da, ne? Mhm. Und schreibt also da, ich kenne es jetzt nur in Englisch, only Luke is with me. Also ja, ja, nur Luke ist mit mir. Nur Luke der grüßte ist bei mir. Alle möglichen, ist bei mir. Er grüßt also nur alle möglichen Leute da und erwähnt aber Petrus mit keiner einzigen, noch nicht mal mit einer Silbe. Also von daher, das gibt es so viele Dinge, die halt einfach völlig unsinnig sind, denn wenn man sich da schon die Aufgaben teilt, macht es wenig Sinn, eine sehr, sehr, damals zumindest, zu der damaligen Zeit, eine sehr, sehr beschwerliche Reise von, in Anführungsstrichen Israel, Palästina, eben dann bis nach Rom zu gehen, wobei natürlich Rom dann auch, wenn man so will, immer schon die Hürde des Löwen gewesen ist. Also warum sollte jetzt Petrus dann plötzlich dem Paulus Konkurrenz machen? Genau wie umgedreht auch keinen Sinn machen würde. Also wenn Paulus sich schon auf den Weg macht und verschiedenste Etappen bereist, beispielsweise nach Griechenland, die Thessaloniker, um dann natürlich irgendwann nach Rom zu kommen, dann ist natürlich dann auch nicht gerade unbeschwerlich, wenn man diesen Weg für diesen Weg eine lange Zeit braucht, weil es zu der Zeit damals eben keine modernen Verkehrsmittel gab. Und es gibt in der Bibel einige Stellen, die halt genau diese Arbeitsteilung ausweisen. Und im Kapitel der Römer wird
was der Paulus verfasst hat, wird also der Petrus kein einziges Mal benannt. Im Gegenteil, er wird also nicht nur nicht genannt, sondern Petrus wird genau in dem im Neuen Testament mehrfach als Apostel für die, ja, für die Beschnittenen und für seine Gemeinde da benannt, wenn ich richtig im Kopf habe, aber niemals als Apostel, der jetzt die lange Reise angetreten hätte, so wie Paulus es eben gemacht hat. Von Paulus haben wir ja eine ganze Menge Briefe, im Gegensatz zu Petrus dann auch. Ne? Ja, also Petrus war der Erste, der das Evangelium den Heiden kennbar gemacht hat. Wir haben da unter anderem Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte, ne? Haben wir zwei Dinge, wo das angenommen ist, weil es geht ja zum ersten Mal darüber, wo er diesen Traum hat, wo dieser Korb mit den ganzen unreinen Tieren vom Himmel herunterkommt. Das ist der Augenblick, wo Gott Petrus klar macht, Junge, wenn ich sage, es gibt nichts Unreines mehr, alles ist in Ordnung, um es zu essen, dann ist das so. Und er antwortet noch, Herr, ich habe nie in meinem Leben etwas Unreines gegessen, nie hat etwas Unreines in meinen Mund passiert. Und Gott hat daraufhin kam eben die Antwort von, ja, was Gott ordiniert, das ist ordiniert. Das ist nicht unrein. Was Gott rein erklärt, ist rein. Es gibt keinen Unterschied mehr. Das war das Niederreißen der Mauer zwischen den Heiden und den Juden, das ja dann passiert ist nach der Steinigung des Stephanus, als das Evangelium nach Ende der 70. Woche von Daniel an die Heiden ging. Ja? Petrus war der Erste, unter anderem da, wo er das geklärt hatte, und dann später, glaube ich, nochmal mit Cornelius, mit seiner Italian Band, wie das so schön heißt, mit seiner italienischen Bande. Die Leute hatte er auch alle überzeugt, ja? Die hat er auch alle zu Jesus geführt. Aber dann ging Petrus später nach Mesopotamien, ist in das wahre Babylon gegangen, da, wo die Juden so viele Jahre vorher in der Gefangenschaft waren, und hat da zu den dort lebenden Juden das Königreich Gottes gepredigt, das Evangelium Jesu Christi gepredigt. Er war nie in Rom, er war im leiblichen Rom, im leiblichen Babylon hier auf der Erde, nicht im leiblichen Rom in Italien. Da war er nie gewesen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich dachte vor allen Dingen, Michael, danke für deine Auslegung. Und du kannst auch gleich noch ein bisschen weiter erzählen. Ich wollte nur sagen, ich habe das hauptsächlich deswegen gesagt, dass Michael jetzt ans Wort kommt, weil Michael zusammen mit Brett und mir eine Lesung gemacht hat von, ich glaube, 14 Stunden oder etwas drüber, wo wir geklärt hatten, dass Petrus niemals in Rom war und dass der wahre erste Gründer der römisch-katholischen Kirche Simon Magus war. Ja? Simon Magus gegen Simon Peter hieß das. Das Buch, glaube ich, das von Ernest L. Martin war in Englisch, was wir gelesen hatten zusammen mit anderen Papieren darüber, wo ganz deutlich auch in biblischen Texten bewiesen wird, der Apostel Petrus war niemals in Rom. Und natürlich wird Rom mit Babylon gleichgesetzt, aber geistlich. Und das fleischliche, also das irdische Babylon, ist in Mesopotamien immer gewesen. Und das irdische Rom ist in Italien immer gewesen. Aber geistlich ist das Babylon aus Mesopotamien Rom. Geistlich, nicht fleischlich. So. Das wollte ich nochmal eben sagen. Ich dachte, dass du halt die Sendung von uns erwähnen würdest, die wir damals da gemacht haben. Ach so, okay. Ja gut, ich wollte jetzt da nicht unbedingt die Werbung machen, weil ich dachte, das jetzt ein bisschen... Ja, warum nicht? Dann können die Leute sich das selbst dann vertiefen und das anschauen. Okay. Ja. Also der Punkt ist halt einfach nochmal, ich insistiere darauf, dass es eine Absprache gab unter den Aposteln, speziell unter Petrus und Paulus, dass die halt einfach gesagt haben, okay, du kümmerst dich um die, ich kümmere mich um das. Ansonsten macht es ja keinen Sinn, ansonsten wären ja manche Menschen davon komplett ausgeschlossen worden, wobei hindessen manche Völker oder Stämme dann halt doppelt und dreifach beehrt, in Anführungsstrichen, worden wären. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn man sich da die Arbeit nicht teilt. Und noch ein anderer Punkt, den ich dir eben ergänzen muss, Michael. Paulus hat an einem bestimmten Moment gesagt, ich bin niemals irgendwo hingegangen und habe aufgrund der Lehre eines anderen Apostels eine Kirche aufgerichtet. Alle Kirchen, die Paulus errichtet hat, und das könnt ihr in der Bibel selber nachlesen, vielleicht kann einer von euch beiden den Text inzwischen mal googeln, ich kann das hier mit dem Bildschirm, den wir aufnehmen, ja nicht machen, das mal raussuchen, dass Paulus ganz deutlich gesagt hat, ich habe niemals meine Kirche irgendwo aufgebaut, wo jemand anders erst war. Na, wenn dann Petrus so gesagt der erste Papst wäre und er wäre in Rom gewesen, dann wäre Paulus ja danach gekommen. Da ist aber die Frage, warum hat Paulus Petrus A. niemals erwähnt und B. dann hätte Paulus gelogen, weil er hätte dann seine Kirche auf der bereits von Petrus gegründeten aufgebaut.
dann wäre Paulus aber ein Lügner. Nur wenn Paulus ein Lügner wäre, dann wäre er kein Apostel. Wenn Paulus aber kein Apostel ist, dann können wir 2/3 des Neuen Testaments in den Müll schmeißen. Ihr müsst euch mal bewusst werden von den Konsequenzen, die das hat, wenn man bestimmte Dinge in Frage stellt. Das tun die meisten nicht. Bitte, Michael. Ja, ich wollte einfach nur mal den Punkt machen, den ich jetzt vergessen habe. Achso, Entschuldigung. Jetzt ist er weg. Ich habe das auch manchmal. Ich muss mir das in meinem Alter langsam mal aufschreiben. Ich habe das auch manchmal. Wenn ich den Punkt dann nicht direkt sagen kann, dann komme ich 2 Minuten später dran und sage, wollte ich was sagen? Ich kenne das. Ja, Entschuldigung, ich hab das auch manchmal. Ich komme jetzt nicht drauf, was ich sagen wollte, aber ich... machte. Achso, ja, doch. Wenn Petrus Bischof in Rom gewesen wäre, dann hätte es doch der Anstand erfordert, dass Paulus ihm seine Aufwartung, also Aufwartung ist übertrieben, aber Paulus zumindest einen Anstandsbesuch macht, oder? Oder zumindest, wenn wir mal in das letzte Kapitel der Römer reingehen, wie wir ja gerade eben schon mal erwähnt hatten, ich habe jetzt die König James hier neben mir liegen, deswegen gehe ich mal eben in der König James nochmal in Römer rein, in das letzte Kapitel, weil Seite zu weit geschlagen hier. Römer Kapitel 16 ist eine einzige Grußtirade von Paulus. I command you. Vielleicht hat Max inzwischen ja den Text mal gesucht. Gib mal ein Zeichen, wenn du ihn gefunden hast, den ich vorhin angesprochen habe, Max. I command you to Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea, that ye receive her in the Lord as become a saint, and that ye assist her in whatever business she has need of you, for she has been a successor, a succorer of many, and myself also. Greet Priscilla, likewise greet the church at their house. Greet Mary, salute Andronicus, greet Amplias, salute Urbane, salute Apelles, salute Herodinon, salute Tryphena, salute Rufus, salute Asyncritus. Also ich meine, muss ich jetzt noch mehr sagen? Salute den, grüß den. Und das geht für 27 Verse und kein Wort von Petrus. Ja, Max? Nee, ich finde es jetzt aber gerade auch in der Zeit jetzt nicht. Ich weiß, ich kenne die Bibelstelle auch, aber es ist halt. Ja, das ist unser Problem. Wir kennen die Bibel, wir wissen, was in der Bibel steht, aber wenn wir den Finger drauflegen sollen, da und da steht das und genau das und das sind die Worte, dann sind wir hier und da mal ein wenig verloren. Ja, das passiert nun mal. Ich meine auch selbst, dass es nicht in Römer drin steht, aber ja. Nee, ich glaube nicht. Ja, das Einzige, was man machen muss, dann mache ich das mal eben hier. Das ist ja im Grunde ganz leicht, dann gibt man mal eben in Google die Suche ein. Wir wollen doch mal eben sehen, dass wir das hier auf die Reihe kriegen. Das wäre ja wohl gelacht. Only Luke is with me Bible. Und dann sehen wir 2. Timotheus 4,11. Dann gehen wir kurz in die Schlachter, dass wir das endlich mal in der deutschen Bibel haben. Wir sind ja hier schließlich in einem deutschen Video. Wo habe ich sie denn hier? 2. Timotheus. Den haben wir hier unten. Timotheus, wo ist er denn hier? Bin ich jetzt blind? Hier. 2. Timotheus 4. Und dann persönliche Grüße und Nachrichten. Wie steht es hier? Ja, hier in Nummer 11 sehen wir das. Na? Beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Also er ist vom Glauben abgefallen und in die Welt gegangen, ja? Und ist nach Thessalonik gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mir, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst und so weiter und so weiter. Also, er steht im 2. Timotheusbrief und das ist ein Brief, den er anscheinend in seiner Gefangenschaft in Rom damals geschrieben hat. Weil wir wissen ja, die Kirchen hat er ja alle bereits früher gegründet und die Briefe, die wir dann von ihm kennen, also das geht um Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonika, Timotheus, Titus, Philemon, Hebräer nicht. Das sind alles, bis einschließlich Philemon, alles Briefe von Paulus, nachdem er dort gewesen ist und die Kirchen aufgerichtet hat. Ja, und
ganz deutlich sagt er hier, nur Lukas ist bei mir. Er ist hier in Gefangenschaft in Rom. Da könnt ihr Geschichtsbücher drüber lesen. Da müsst ihr noch nicht mal die Bibel glauben. Da gibt es Geschichtsbücher, die darüber erzählen. Ja, von der Gefangenschaft Paulus in Rom. Und er sagt, nur Lukas ist bei mir, kein Petrus. Interessant, ne? So, haben wir die Stelle auch gefunden. Habt ihr noch was, bevor wir fortfahren? Na, also, dann nochmal eben den Kommentar. Dass das bitte nochmal ganz, ganz deutlich wird. Alles, was hier steht, was ich gerade vorgelesen habe, von dem Eusebius Pamphilius, der um das Jahr 303 schrieb, alles, was da steht und alles das, was hier kommt und durchgestrichen ist, ist Humbug. Petrus berichtete von der wahren Kirche, die er gegründet hatte, im wahren, irdischen, fleischlichen Babylon, gelegen in Mesopotamien, wo wir heute noch wissen, das ist im Norden von Irak. Ja, Rom ist Babylon, aber das ist geistlich gemeint, weil das Buch der Offenbarung ist ein reines prophetisches Buch, und von daher spricht es immer in Prophezeiungen. Petrus berichtete aus der Gemeinde, die er dort errichtete, in Mesopotamien. Denn Petrus war Apostel der Beschneidung, der dort in Mesopotamien zu den Juden ging, um ihnen das Königreich Gottes zu bringen. Paulus war Apostel der Heiden und Petrus war niemals in Rom. Und wenn ihr einen tiefergehenden Beweis davon haben wollt, dass Petrus niemals in Rom war, dann schaut euch die englische Lesung, da müsst ihr natürlich Englisch für können, an, die Michael zusammen mit Brett und mir gemacht hat, über Simon Peter versus Simon Magus, heißt es auf einem meiner Kanäle. Jetzt steht also hier, nachdem wir hier diesen Absatz gelesen haben, was Eusebius sagte, da fahren die Autoren weiter und nehmen hier Bezug auf 1. Petrus 5,13 und erzählen, dass also Petrus in Rom gewesen sei und dass er tatsächlich in Babylon gewesen sei und dass das Babylon halt Rom ist, also dass sie mit dem Babylon, in dem Petrus war, Rom meinten. Deswegen habe ich diese ganzen Schriftstellen hier durchgestrichen. Das ist alles Humbug, das ist alles Mist und Bruder Max wird das auch so kennzeichnen im letztendlichen Buch, das wir veröffentlichen. Mit anderen Worten, wir schneiden es nicht raus. Wir geben einem jedem die Möglichkeit, auch die Lüge zu lernen. Nur wir sagen ganz klar, das, was hier rot durchgestrichen ist, das ist Falschlehre. Kommen wir zum nächsten Unterkapitel. Warum ist Johannes verwundert? Johannes, der im Jahr 95, 96 nach Christus das Buch der Offenbarung geschrieben hat, den wunderte es ja, was er dort sah in Offenbarung 17, 6. Er schreibt, und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Märtyrer Jesu, und als ich sie sah, verwunderte ich mich mit großem Erstaunen. Warum war Johannes schockiert? Warum war er erstaunt, als er diese Frau sah? Wer ist diese Frau, die so erschreckend und verblüffend wäre, dass sich Johannes darüber wunderte? Zu diesem Zeitpunkt in der Offenbarung ist Johannes vielen schrecklichen Ereignissen auf der Erde ausgesetzt gewesen. Warum ist dies der einzige Ort, an dem er sich mit großem Erstaunen wundert? Dave Hunt bietet in seinem Buch »Die Frau und das Tier« einige interessante Einblicke in diesen Vers. Zitat aus dem Buch von Dave Hunt. Dass eine hinreißend gekleidete Frau die Zügel rittlings auf einer so furchterregenden, weltverschlingenden Bestie in der Hand halten soll, gab nur Anlass zur Verwunderung. Johannes scheint jedoch von mehr als dieser Tatsache verblüfft gewesen zu sein. Und zwar von der Frau selbst. Als ich sie sah, verwunderte ich mich mit großem Erstaunen. Warum? War es, weil eine Frau eine religiöse Figur war? Wohl kaum, sagt Dave Hunt hier. Ja, das ist Dave Hunt, das sind nicht Michael, Maximilian oder Jörg. Dass Religion große Autorität besitzen sollte, war zu Johannes Zeiten eine universelle Tatsache. Kirche und Staat waren eins, wobei die Religion eine dominierende Rolle spielte.
Hätte die Frau lediglich die heidnische Weltreligion vertreten, wäre Johannes kaum überrascht gewesen, sagt der Elefant hier. Aber ich sage mal, ich denke mal, er war überrascht, dass aus der wahren Kirche, der reinen Jungfrau, eine solche Hure entstehen konnte. Wir dürfen nicht vergessen, die Autoren sind hier großen Fehlern aufgesessen und Delphant war ein Futurist, der die römisch-katholische Kirche nicht als die Hure erkannte und den Papst nicht als Antichristen identifizierte. Das könnt ihr mir jetzt glauben, das könnt ihr nicht glauben. Stellt eure eigene Nachforschung an. Das Buch Die Frau und das Tier ist ein sehr gutes Buch, auf viele Strecken interessant und gut zu lesen. Aber man darf nie vergessen, Dave Hunt hat das Papsttum nicht als biblischen, historischen und prophetischen Antichristen erkannt und entlarvt. Und so ist auch sein Buch geschrieben. Und das sieht man hier auch. Hätte die Frau lediglich die heidnische Weltreligion vertreten, wäre Johannes kaum überrascht gewesen. Doch, natürlich war er überrascht, weil Johannes kannte die wahre Frau, die Jungfrau, er kannte die wahre Kirche, die gegründet wurde innerhalb der letzten 60 Jahre oder 70 Jahre, innerhalb der letzten 60 Jahre nach der Kreuzigung Jesu Christi, die er überlebt hat. Ne? Jesus Christus wurde gekreuzigt 30 nach Christus und er ist 95, 96 nach Christus hat er das Buch der Offenbarung fertiggestellt und ist anscheinend wenige Jahre danach, irgendwann Beginn des zweiten Jahrhunderts, wohl gestorben, soweit man das heutzutage noch feststellen kann. Und natürlich hat es ihn in Erstaunen versetzt, was mit dieser originalen, dieser wahren Jesuskirche passierte. Er hat es nicht erlebt. Aber er hat die Vision gesehen. Er hat die Vision von Jesus Christus selbst bekommen, der ihm gezeigt hat, was aus seiner wahren Kirche geworden ist. Hat ihm ganz deutlich gezeigt, dass die römisch-katholische Kirche mit Christentum und mit Jesus Christus nichts, null, nothing, nada, nichts, überhaupt nichts in Verbindung hat. Außer vielleicht den Namen. Außer vielleicht, wie Michael vorhin vorgelesen hat, in Matthäus 27, was? Sieben. Matthäus 7 vorgelesen hat, dass sie tausendmal Jesus Christus Namen bekennen können, aber an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Dann schaut euch mal die Früchte der römisch-katholischen Kirche an. Jetzt habe ich blöderweise das Bild schon in den Mülleimer geschmissen. Warte mal, ich mache mal eben meinen Mülleimer auf. Mal eben sehen. Das hier machen wir mal eben zurücksetzen. Das ist ein Bild, das habe ich heute genommen von einem Video vom Papst. Da sagt er, sie dem Herzen Christi näher bringt, das uns alle in die Revolution der Zärtlichkeit aufnimmt. Revolution der Zärtlichkeit. Klingt das wie Worte von Jesus Christus? Was ist denn die Revolution der Zärtlichkeit? Sie dem Herzen Christi näher bringt, die Einheit, die er hier beschwört, die weltweite Einheit, das kommt aus dem Video von einer Rede, die er an die Gemeinschaft der römisch-katholischen Kirche gestern oder heute gehalten hat, also Anfang Juni 2020, wo es um die Einheit geht, wo er so die Corona-Leute so ganz toll nochmal hervorstellt, ne? Und spricht hier von einer Revolution der Zärtlichkeit. Wo sind denn die Früchte dieser Zärtlichkeit? Wo sind denn die Früchte der Liebe zu Jesus Christus, der Liebe zur Wahrheit in der römisch-katholischen Kirche zu entdecken? Also ich finde sie nirgendwo. Vielleicht kann mir da mal irgendeiner helfen. Vielleicht bin ich ja doch einfach nur zu ignorant und will es nicht sehen. Vielleicht irre ich mich ja und 99% dieser Welt haben recht. Vielleicht ist die Bibel ja falsch. Also ich messe die Leute an ihren Taten und ihre Taten kann man sehen. Das, was sie sagen, das trägt nicht immer Früchte. Das, was sie tun, das trägt Früchte. Und daran messe ich die römisch-katholische Kirche und dann ist sie genau das, was die Offenbarung darüber schreibt. Das, was in Offenbarung 17 und 18 darüber geschrieben steht. Aber lesen wir noch mal den letzten Absatz von Dave Hunt hier noch einmal weiter eben, bevor wir weitergehen in unserer Buchlesung. Welches Bild brauche ich denn hier? Das hier.
Dass Religion große Autorität besitzen sollte, war zu Johannes Zeiten eine universelle Tatsache. Kirche und Staat waren eins. Das ist heute auch beinahe überall so. Das ist die große Gefahr. Das ist auch, was die große Gefahr in der Inquisition war. Die Kirche verurteilt und der Staat exekutiert. Wobei die Religion eine dominierende Rolle spielte. Ja, weil wir kennen ja alle die Flagge des Vatikanstaats, wo der goldene Schlüssel der Spiritualität über dem silbernen Schlüssel der weltlichen Herrschaft liegt, nicht wahr? Hätte die Frau lediglich die heidnische Weltreligion vertreten, wäre Johannes kaum überrascht gewesen. Wie gesagt, siehe meinen Kommentar, doch wäre er. Was könnte es an dieser Frau gegeben haben, das ihn in Erstaunen versetzt hat? Hatte er sie schon vorher gekannt und war von der unglaublichen Verwandlung schockiert? Wie konnte aus der keuschen Braut Christi diese unverschämte Hure werden? Ja, da gehen wir in interessante Kirchengeschichte rein. Ironischerweise wird das endgültige religiöse System auf der Erde nach außen hin christlich erscheinen. Also das, was wir römischen Katholizismus nennen, der sich nach außen ja als Christentum vorgibt. Die Frau wird im Namen Christi kommen, fromm und äußerlich schön. Ihre Worte und ihr Aussehen werden einen christlichen Anstrich haben, in Wirklichkeit aber einen teuflischen Kern. Die Frau sitzt auf 7 Hügeln. Weiter in Offenbarung 17, Vers 9 heißt es, Zitat, die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und in Vers 18 aus demselben Kapitel wird gesagt, die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde regiert. Die New American Bible, eine offizielle katholische Bibel der katholischen Weltpresse, gibt Offenbarung 17, 9 wie folgt wieder, Zitat, die 7 Köpfe stellen 7 Hügel dar, auf denen die Frau sitzt. Natürlich kann eine Frau keine Stadt sein, deshalb muss sie die Stadt repräsentieren, die auf 7 Hügeln sitzt und während der Trübsal über die Erde herrscht. Ja, Trübsal habe ich hier dunkel-lila, ja, eingefärbt, eine Farbe, die in der römisch-katholischen Kirche ganz prominent ist, weil das Wort Trübsal eben auch römisch-katholische Lehre ist und etwas ist, was nicht in der Bibel vorkommt. Also weiterhin, seid auf der Hut mit dem, was ich hier lese. Hier ist viel Lüge drin. Natürlich kann eine Frau keine Stadt sein. Nein, ist sie auch nicht. Eine Frau ist eine Kirche, wie wir in der letzten Sendung bereits festgestellt haben. Deshalb muss sie eine Stadt repräsentieren, die auf 7 Hügeln sitzt und während der Trübsal über die Erde herrscht. Nein, also ich gehe jetzt wirklich nicht zu sehr ins Detail, sonst machen wir 3 Stunden diese Sendung. Ich wollte das Kapitel heute gerne durchkriegen. Wir haben nicht mehr viel Seiten zu lesen. Gehen wir da durch. Aber bitte gebraucht euren Verstand, wenn ihr das hört, was hier gelesen wird. Ja? Trübsal ist römisch-katholische Falschlehre. Gibt es nicht in der Bibel. Es gibt nur eine Stadt, die ein wichtiges spirituelles Zentrum ist und die auf 7 Hügeln liegt. Ja, es gibt viele Städte auf dieser Welt, die 7 Hügel haben, aber es gibt nur eine einzige Stadt in dieser Welt, die ein wichtiges spirituelles Zentrum ist und gleichzeitig auf 7 Hügeln liegt. Diese Stadt ist Rom und insbesondere Vatikanstadt. Rom war schon immer als die Stadt der 7 Hügel bekannt und ist das spirituelle Zentrum der römisch-katholischen Kirche. Wie es in der katholischen Enzyklopädie eben auch heißt, Zitat, innerhalb der Stadt Rom, die als Stadt der 7 Hügel bezeichnet wird, ist nunmehr das gesamte Gebiet des eigentlichen Vatikanstaates eingegrenzt. Viele Kommentatoren sind sich einig, dass Rom die Stadt auf 7 Hügeln ist, auf denen die Frau sitzt, also die Kirche. John Phillips erklärt, dass Rom seit frühester Zeit als die Stadt der 7 Hügel bekannt ist. Zitat: Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Dies identifiziert den Sitz der kaiserlichen Macht. Rom ist die Stadt der 7 Hügel und als solche seit frühester Zeit bekannt. Rom als Zentrum der politischen Macht ist heute nicht von großer Bedeutung, wird es aber sein. Ende Zitat. Der Autor und Bibelwissenschaftler Warren Wiersbe stimmt dem zu und sagt, Zitat, Vers 18 macht deutlich,
also aus Offenbarung Kapitel 17, gehe ich mal von aus. Vers 18 macht deutlich, dass sie eine Stadt ist und zu Johannes Zeiten regierte sie über die Könige der Erde. Das tut sie übrigens heute in 2020 immer noch. Die sieben Häupter aus Vers 3 werden in Vers 9 als sieben Berge identifiziert. Es scheint wenig Zweifel zu geben, dass die Stadt Rom ist. Sie liegt auf sieben Hügeln. Als die Offenbarung geschrieben wurde, regierte Rom über die Könige der Erde. Und heute tut sie das noch. Nicht nur heute, sondern seitdem. Deswegen steht in Offenbarung 17,2 geschrieben: Und die Könige der Welt haben Unzucht mit der Hure getrieben. Und vom Wein ihrer Unzucht wurden alle Bewohner der Erde trunken. Und der bekannte Bibellehrer J. Vernon McGee gibt wichtige historische Beweise dafür, dass Rom die Stadt auf sieben Hügeln ist. Er schreibt, Zitat, die Frau wird für uns in Vers 18 identifiziert. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde regiert. Die Frau ist eine Stadt. Na, sie ist eine Kirche, die in der Stadt ist. Und die Stadt ist Rom, die religiöse Hauptstadt der Welt. Sie ist das religiöse Rom, das zu dieser Zeit alle Religionen der Welt geerbt haben wird. Oder, wie wir heutzutage sagen würden, durch den Weltkirchenrat sich einverleibt hat. Die Stadt wird weiter in Vers 9 identifiziert. Zitat, und hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Rom war die Stadt, die auf sieben Hügeln lag und liegt und sowohl heidnischen als auch christlichen Schriftstellern als solche bekannt war. Horaz schrieb, Zitat, die Götter, die mit Wohlwollen auf die sieben Hügel blicken, Ende Zitat. Ovid fügte hinzu, Zitat, aber Rom blickt von seinen sieben Bergen, dem Sitz des Reiches und der Wohnstätte der Götter, auf den ganzen Globus, Ende Zitat. Und Augustinus schrieb, Zitat, Babylon ist ein ehemaliges Rom und Rom ist ein späteres Babylon, Ende Zitat. Geistlich zu verstehen, bitte. In diesen Versen ist die Stadt Rom zweifellos erkennbar. Charles Caldwell Ryrie, den wir vorher schon zitiert hatten, und viele andere Bibelkommentatoren kommen ebenfalls zu der einzig vernünftigen Schlussfolgerung, Zitat, schließlich wird die Identifizierung der Frau weiter auf die bereits erwähnte Stadt, das heißt Rom, zurückgeführt. Dies macht es unmöglich, die abtrünnige Christenheit der Trübsalstage von Rom zu trennen. Rom wird das religiöse und politische Zentrum der Welt in der Trübsal sein. Ja, das mit der Trübsal hätte ich hier natürlich wieder einmal anstreichen können, hatte ich vergessen, holen wir das eben nach und machen das ebenso lila, wie wir das andere gemacht haben, um deutlich zu machen, Trübsal ist ein römisch-katholisches Wort. Der Satz ist soweit eigentlich ganz korrekt. Rom wird das religiöse und politische Zentrum der Welt bis zur Endzeit sein. Und wenn wir das 168 vor Christus geschrieben hätten, dann würden wir damit recht haben. Nämlich ungefähr 168 vor Christus hat Rom die Weltherrschaft von Griechenland übernommen, aus dem griechischen Reich. Und Rom wird regieren bis zum Ende der Zeit. Und das verstehen wir aus Daniel Kapitel 2 und Daniel Kapitel 7. Ist es verwunderlich, fragen die Autoren, dass die Erscheinung Marias voraussagt, dass der größte Teil der Welt während ihrer kommenden Herrschaft unter ihren Mantel kommen wird? Sie erklärt immer wieder, dass sie die Welt bekehren will. Ihre Definition von Bekehrung ist die der römisch-katholischen Kirche. Sie ist die mächtigste geistliche Figur in der römischen Kirche. Und obwohl sie für die Einheit der Welt plädiert, geschieht dies immer mit dem Verständnis, dass diese Einheit unter ihrer Kirche sein wird. Und wenn wir sagen, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche Marias ist und diese Maria die Himmelskönigin repräsentiert und diese Himmelskönigin nichts weiter ist als eine Maske, hinter der sich Satan verbirgt, dann haben wir dieses Kapitel wunderbar verstanden, das wir jetzt hiermit auch zum Abschluss bringen. Und ich möchte gerne meinen beiden Brüdern, Michael und Max, die auch hiermit partizipieren, die abschließenden Worte für diese Sendung heute
geben, dass wir noch in eine letzte kleine Diskussion reingehen, um das siebte Kapitel abzuschließen, weil ich schätze, ihr habt noch das eine oder andere zuzufügen. Ja, du hattest ja Rom angesprochen, weil wir hatten ja die Frage klären müssen, wollen, sollen, ob jetzt nun mal tatsächlich Petrus in Rom ist. Mir ist da eine Sache eingefallen, wie Rom sich selber bezeichnet oder was das da angenommen hat. Rom heißt ja auch die ewige Stadt und das wurde erstmals im 1. Jahrhundert vor Christus vom Dichter Tibull so benannt. Die Bezeichnung wurde zu einem Ehrennamen für die Stadt Rom wegen der Bedeutung in ihrer bis heute drei Jahrtausende umspannenden Geschichte. Der von den Römern praktizierten Legende nach wurde Rom im Jahre 753 vor Christus gegründet, ist jedoch wahrscheinlich älter. Ich zitiere nur Wikipedia. Nach der Abschüttelung des Einflusses der Etrusker etablierte sich Rom als ein unabhängiger Stadtstaat. Das kennen wir doch von anderen Städten, ne? Wie beispielsweise City of London Corporation oder Washington DC, welcher im Laufe der Jahrhunderte Italien und daraufhin den größten Teil des antiken Mittelmeerraums in Besitz nehmen konnte. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Das in der Stadt Rom entstandene Latein, gesprochener lokaler Dialekt und italische Sprache hat sich durch die römische Expansion über ganz Italien, vor allem im südwestlichen Mittelmeerraum, verbreitet und doch die lokalen Sprachen fundamental beeinflusst, was zur Entstehung der romanischen Sprachen geführt hat. Das antike römische Stadtrecht hat bis heute einen bedeutenden Einfluss in den europäischen Rechtsordnungen hinterlassen und so weiter und so fort. Also wir sehen, ewige Stadt ist seit dem 1. Jahrhundert, also schon seit 2100 Jahren, jetzt fester Bestandteil des Attributes der Stadt Rom, dessen lokaler Dialekt so wichtig war, dass er in die ganzen möglichen anderen Sprachen eingeflossen ist und heutzutage das Justizwesen und das Medizinwesen komplett immer noch lateinisch beherrscht ist. Das wollte ich nur mal so mal eben als weltliche Komponente mal zu bedenken geben. Wenn immer Leute denken, wenn wir über Rom sprechen oder über die Kirche sprechen, dann hätte das vielleicht mal irgendeine Bedeutung von vor 2000 Jahren gehabt. Aber diese Bedeutung ist heute nach wie vor sowohl in geistlicher, also mit dem goldenen Schlüssel, als auch in weltlicher, sprich der silbernen Schlüssel Hinsicht, genauso prägnant wie damals auch. Nur, dass es heute nicht mehr so offen vorgetragen wird, sondern dass man heutzutage in den ganzen entsprechenden Provinzen Roms, also in den ganzen anderen Ländern, die mit Rom entsprechende Verträge haben, halt Statthalter hat, die dann sich Regierungen nennen. Ja, soweit erstmal dazu. Also was man damals schon angedacht hat, dass eben Rom die Stadt ist, von der alles ausgeht, da sollte man einmal immer dann bedenken, das ist dann geistlich und politisch oder geistlich und weltlich. Und Rom ist nach wie vor der Widersacher der von Jesus Christus gewesen. Es waren die Römer gewesen, die da damals den Statthalter gestellt haben. Es waren die Römer gewesen, die Jesus durchbohrt haben. Es waren die Römer gewesen, die letzten Endes dafür, da auch die Kreuzigung durchgeführt haben. Es geht nicht um eine Schuldzuweisung, es geht halt einfach darum, dass ausgerechnet in Rom soll jetzt da der Mittelpunkt der Christenheit sein. Das kann nicht sein. Und deswegen, glaube ich, werden wir einige spannende Attribute und Geschehnisse eventuell noch in unserer Zeit auch noch in Jerusalem sehen, da wo letzten Endes alles damals weltlich für Jesus Christus zu Ende gegangen ist und wo dann auch sicherlich ganz große Dinge in Zukunft passieren werden. Und Rom als ewige Stadt sehe ich nicht. Ich sehe in Offenbarung 21, dass alles vergehen wird. Es gibt keine ewige Stadt. Ja, das war es von mir soweit und dann kann ich mal weitergeben zum Maximilian. Und wenn es eine ewige und heilige Stadt gäbe, dann wäre das Jerusalem und nicht das neue Jerusalem. Genau. Das neue Jerusalem, das im letzten Buch der Offenbarung aus dem Himmel herunterkommt. Genau. Ja, bitte, Max. Ja, da hast du einen wichtigen Punkt genannt, das mit der lateinischen Sprache auch. Das wollte ich auch sagen. Genau in dem Moment, wo er das sagte, dachte ich, ich mache das auch. Und dann macht er den Punkt schon, ja, der Schlaumeier. Es ist doch kein Zufall, ne, dass die römisch-katholische Kirche die tote Sprache Latein verwendet und dass wir diese Sprache immer noch heute, genauso aktuell, in Berufen finden, die von der Gesellschaft, sag ich jetzt mal, hoch angesehen werden. Ja, und das also noch in jeder sogenannten hohen Schule gelehrt wird. Ne? Im Gymnasium kriegt man immer noch das kleine und das große Latinum. Ne? Ja, genau. Ja, gerade auf Gymnasien zu finden. Ja, das ist halt auch kein Zufall, ne? Dass so wirklich die, ich sag mal, Gelehrten, zwischen Anführungszeichen, die ja von renommierten Hochschulen kommen, des Lateins mächtig sind. Ja, und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da eben auch wieder sieht, dass es eben Rom ist, das aktuell immer noch regiert. Ja, und du hast auch noch einen anderen wichtigen Punkt genannt, das ist natürlich, gut, das kam auch in der Buchlesung ein bisschen raus, dass Babylon Rom ist, dass das geistig zu verstehen ist. Das ist genau derselbe Punkt, wie du schon richtig sagtest, dass das mit dem
Jerusalem oder dem Israel von heute, dass das eigentlich geistig zu verstehen ist. Und dass alles, was da jetzt gerade hier weltlich abläuft, diese ganze fleischliche, sag ich mal, Agenda des Futurismus, ja, den wir ja heute leider auch schon wieder, ich meine, gut, du hast es rausgeschrichen und wir haben darauf hingewiesen, aber den wir heute auch schon wieder zuhauf präsentiert bekommen haben. Ja, aber deswegen habe ich es ja durchgestrichen, klar, dass man es immer noch lesen kann. Ja. Die Leute sollen es ja lesen. Die sollen ja auch sehen, wir lassen nichts weg aus der Übersetzung. Aber wir streichen es durch, weil wir sagen, das ist Falschlehrer. Wir machen die Leute darauf aufmerksam. Und wir rufen auf zum eigenen Verständnis und zu eigenen Studien, um das selbst beschließen zu können. Vollkommen richtig, ja. Und das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass das wieder einfach auch, muss man jetzt mal so klar sagen, ein Punkt ist, wo Autoren einer Falschlehre aufgesessen sind, ja, und sie ein vorheriges Bild, ja, ihrer Einschätzung auf die Bibel zugepasst haben. Also man nimmt dann quasi ein Konstrukt und sucht das dann in der Bibel festzumachen. Also man gebraucht dann die Heilige Schrift halt falsch in dem Moment, weil man ja eben nicht unvoreingenommen nur die Schrift nimmt und davon dann alles ableitet, sondern man tut es ja genau andersrum. Man nimmt Menschenlehre und passt das Wort Gottes zu. Und das man stellt eine Theorie auf und nimmt die Bibel und passt dann die Bibel so an, dass die Theorie passt, anstatt die Bibel zu nehmen und dann die Theorie an der Bibel zu messen und sie zu verwerfen, wenn sie eben nicht passt. Das ist genau, genau, der Punkt. Ja, und da hast du auch vollkommen recht, dass da jeder bitte seine eigene Nachforschung anstellen soll, weil wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass das eben Futurismus und damit Falschlehre ist, eben weil wir uns nur auf die Schrift ziehen und darin forschen und eben zu dem Schluss gekommen sind, ja, dass es sich eben um eine Falschlehre handelt, wenn man jetzt nur die Bibel und die Bibel alleine nimmt. Und ja, das ist, wie gesagt, etwas, das jeder selber auch wirklich nachforschen und erkennen muss und sollte. Und ja, das war es dann eigentlich jetzt auch von mir. Interessanter Punkt nochmal mit der lateinischen Sprache und von der Inhalt der Lesung her. Ja, wie gesagt, das geistig zu Verstehende, das nimmt dann eigentlich auch den ganzen Futurismus, ja, dann nimmt es eigentlich die ganze Existenz. Ne, wenn man das dann erstmal begreift, dass eben vieles, was in der Bibel steht, eben geistig zu verstehen ist und eben nicht weltlich und fleischlich. Und ja, ich bedanke mich für die Lesung, Jörg. Ich freue mich auf nächste Kapitel und auf nächste Woche und sage Tschüss an dieser Stelle. Ja, ich danke dir, Max, und ich danke dir, Michael, für eure Beiträge heute in dieser Lesung und dass ihr so fleißig dazu beigetragen habt auch. Ich bin froh darüber, dass wir das 7. Kapitel jetzt haben abschließen können. Wir gehen nächstes Mal in das 8. Kapitel rein und damit bleiben uns noch 3, weil das Buch besteht, soweit ich mich erinnere, aus 10 Kapiteln. Also haben wir noch Nummer 8, 9 und 10. Und ich kann nur meinen Aufruf, an den sich meine Brüder Maximilian und Michael anschließen, immer wieder wiederholen. Um zu einem guten Verständnis des Wortes Gottes zu kommen, müssen wir das Wort Gottes studieren. Das ist die Bibel. Und von daher bitten wir euch inständig, lest eure Bibel. Maranatha. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Ich bin super, ich meine, das ist